Moin Moin zusammen und willkommen zurück zur Let's Play Skyrim. Ich machen. Letzte Folge war eigentlich los. Wir sind nach Weißlauf, beziehungsweise auf Pelda, zwischen Weißlauf und Rorikstadt gelaufen. Dort haben wir zwei Liebenden geholfen, haben die Kraft von Mara erhalten, einen Stamm von Orks geholfen, haben ein bisschen Met geschmuggelt und Bärenpilze abgegeben. Das war eine richtig schlechte Quest, denn Bärenpelze waren viel mehr wert als die Belohnung. Aber gut, was macht man nicht alles für die Bewohner von Himmelsrand? Und wir sind aber noch nicht ganz fertig mit dem Orkstamm. Der Orkstamm hat nämlich folgendes Problem. Malakad hat den Fluch auferlegt und macht den erst weg, wenn der Häuptling vom Stamm den Anführer der Riesen. Der Anführer vom Stamm ist jetzt mad. Sagt, wir müssen ihm helfen. Der ist schon losgelaufen. Ich glaube, das ist auch der Fall da oben, genau in der Mitte der Minimap. Und da laufen wir jetzt hin. Mal ein Ausgeruht dürften wir sein, oder? Ach. Ja, Knochenbrecher, Fieber. Aber wir sind ein bisschen hungrig. Völlig. Nein, okay, das Knochenbrecherfieber bleibt leider noch bestehen. Essen haben wir mit. Das können wir mal eben. Butter. Ach, Sattel. Ja. Die Einblicke, die man gerade mit den Lichtspielen hat. Die. Eine Assassine? Okay. So. Runde. Goldene Heilige ist schon mal am Kämpfen. Wir nehmen mal eben die Wolfspelze mit. Genau. Man könnte in der Theorie auch einen Frostatronarchen benutzen. Frostatronarchen sind aber ziemlich fett. Nehmen eine Menge Platz ein. Und sind jetzt nicht unbedingt die besten Schadensverteiler. Deswegen bleibe ich erstmal bei der Goldenen Heiligen. Und ja, das sind auch nicht. Auf die Karte. Da müssen wir. Also wir müssen bis nach Riften und dann hier so rüber. Bin weit. Oh gut. Wollen wir mal. Nach Riften. Wir wollen nach Riften. Ist dann schon Nacht? Oh ja, es wird schon Nacht. Stimmt, ich bin ja extra nachmittags. Ich bin mittags los, weil ich erst abends losreiten wollte. Weil ich dachte, das wäre eine clevere Idee. Denn man ist ja Metschmuck. Aber das habe ich dann ganz schnell wieder verworfen oder einfach nicht gemacht. Sehr viel Spontanität. Nein, den Bären werden wir nicht klopfen. Der darf da schön in Ruhe rumbrüllen. Und mit sie alleine zusammen. Zurecht. Warum steht hier Nasser hier rum? Warum stand die da rum? Was machst du da? Hä? Okay, sie läuft wieder, alles gut. Dann ist ja gut. Ich dachte schon, die wäre jetzt kaputt. Riften, danach halt. Also weiter geradeaus. Den haben wir hier. Wer bist du? Na schön. Gebt mir eure Wertsachen. Sonst nehme ich euch aus wie einen Fisch. Von denen gibt's denn hier noch? Netter Versuch. Aber mir jagt ihr keine Angst ein. Ich werde euch nicht noch einmal fragen. Das so? Natürlich. Ich habe euch in der Flasche gesehen. Mein Fehler. Viel Glück da draußen. Wie kann ich euch helfen? Das hatte ich noch nie. Den Dialog habe ich aber noch nie gewählt. Ich habe die meistens immer alle weggekloppt. Aber dass die auf dem Weg stehen und Leute ausrauben,
Ist das überhaupt gildenregelkonform? Weiß ich jetzt nicht. Ob das konform ist oder nicht. Naja. Soll nicht unser Problem sein, noch sind wir kein Gildenmeister. Gildenmeister wird man ja wohl erst, wenn... Alter Schwede. Wird man ja wohl erst, wenn man der Gilde zum alten gehört. Doch, wir haben erstmal... Wir müssen so einem Orkstamm helfen. Andere Dinge zu... Auch eine Abendessen-Einladung haben wir noch. Könnten wir mal nachgehen. Ist das? Das ist guck mal, der Ork kümmert sich schon um den. Ja, brauchen wir nicht mal selber machen. Hübsch, hübsch, hübsch. So. Ach, guck mal, Maik. Das haben wir auch immer häufiger. Ja, wenn man immer zu Fuß unterwegs ist, dann sieht man, glaube ich, eine ganze Menge mehr von Skyrim, als wenn man nur Schnellreisen macht. Schön, schön. Das gibt's übrigens. Ja, in der letzten Folge hatte ich ja gesagt, dass ich mir die Summer Sale angeguckt habe. Ein paar Sachen habe ich hier vor Wish. Zum Beispiel jetzt erstmal Dark Souls Remastered habe ich jetzt erstmal auf der Wishlist. 20 Euro kostet es aktuell. Noch zu viel. 10 wäre okay. Ein bisschen weniger wäre, finde ich, besser, aber 20 finde ich noch. Dafür, dass es gibt ja so viele Spiele. Viel, viel mehr als früher. Die ersten PC-Spiele, die wir hatten, also. War ja Gothic, klar. Und ich habe auch noch fast alle CDs, aber das hat hier auch schon. Die habe ich noch fast alle hier vorne rechts im Schrank. Funktionieren auch noch. Ich habe auch noch ein Stockwerk. Auch klappt. Flasche gerade vor, dann würde ich werfen. Ja. Herz. Wasser. Da habe ich noch fast alle, die funktionieren auch noch. Ein Spiel, was ich zum Beispiel fast noch nie durchgespielt habe, das habe ich, nee, nicht. Habe ich mir gekauft und habe es nur angeguckt. Das hat mich gestört und dann habe ich es nicht. Venetica? Weil ich da gerade jetzt so rüber gucke. Ich meine, das war das. Run. Nein. Nein. Können wir hier durch? Oh. Ihr macht mich wütend. Was ist denn hier? Kommt man hier jetzt nicht mehr raus? Doch, hier kommt. Ihr seid so gut wie tot. Wer? Was ist denn da los? Schwimm, Pferdchen, schwimm. War eine dumme Idee hier durchs Wasser. Ich werde nicht nochmal versuchen, die abzukürzen. Das hat nämlich nicht geklappt. Und die Strömung, die sorgt für schlechte Lenkverhältnisse. Ach komm schon. Boah. Boah. Noch an diesem Schiff hier vorbei und den schon nie da sein. Da sieht man auch den Eingang. Ah, über mir. Eingang zu Haus Honigheim. Mit der Treppe, wo man hoch kann, oder der Rampe, wenn es nennen möchte. Wie sagte damals ein Kumpel von mir, das Haus Honigheim ist das beste Haus, was du haben kannst, wenn du ein Vampir spielen willst. Denn du kannst, ohne an den Stadtwachen, ohne an die Stadtwachen, ohne an den Stadtwachen vorbei zu müssen, in die Stadt, nämlich durch dein Haus. Du hast also einen Eingang in eine Stadt, um, sagen wir mal, wenn du du hast ja so Level. Ein Vampir, das könnte man eigentlich auch. Ich glaube, es wäre mal bald an der Zeit, dass wir mit den Gefährten anfangen. Warum mit den Gefährten, obwohl ich gerade auch über Vampire rede? Man kann sie ja einen Werwolf und einen Vampir verwandeln. Kind, Werwolf, Scheiße. Kam ihn hier. Doch.
erkläre es warum. Wenn man die, die Flexibilität von einem Vampir, beziehungsweise von einem Vampirlord, dann, wenn man auch mit dem eines Werwolfs vergleicht, ist ein Werwolf schon mal am Abstinken. Meiner Meinung nach. Der kann keine Magie, der kann nur so ein paar Kampfsachen. Und das kann der Vampirlord auch. Nicht so stark, aber er ist natürlich dann stark überwältigen mit seiner Magie. Auf 2. Wenn die Chance besteht, dass mich das rettet, dann ergreife ich sie. Ich gehe voraus, aber ihr haltet mir besser den Rücken frei. Bringen wir es hinter uns. Alles klar. Schütze Jamras. Jamas. Jamas, ne? Jamas. Dem Arsch. Versaut das bloß nicht. Wochen oder noch länger. Es fühlt sich an wie eine Ewigkeit. Ich habe so lange nicht mehr geschlafen. Tim? Oh, aber natürlich. Malakat würde sich unserer erbarmen. Nur weil uns ein nutzloser Fremdling unter die Arme greifen will. Halt die Fresse. Mhm. Oh, Kollege, renn mal nicht so schnell vor. Das ist nicht gesund. Ja, wie riesig ist das hier? Seh das mal an. Holy moly. Okay, hier runter. Meine Fresse. Wieder runter, okay. Da ist ein Riese. Einzelner Riese? So, Kollege Schmalspur. Jetzt gibt's aufs Maul. Versteckt er sich gerade? Ach ja, der hat ja gesagt, ich soll den beschützen. Da war ja was. Das reicht wohl nicht, oder? Wir machen gut Schaden, wir halten nur nichts aus. Last Fan im Bild. Ich habe sie wohl verscheucht. Ja, hast du. Wer ist das? Ah, wieso ist denn die Quest noch nicht drin? Ich hab doch... Kann man immer wieder Bärenpelze abgeben, oder was? So, hast du dich jetzt versteckt? Ah, hat er wirklich. Was ist ein Fechtachs? So, hier ist noch ein Riese. Da rennt er einfach vorbei, okay. Ja, wir gehen ja schon. Wir wollen zu deinem Big Boss. Die Höhle ist. Ja gut, für die Höhle. An Bären traut er sich. Was? Ich habe sie wohl verscheucht. Ehre, Alter, das kommt jetzt jedes Mal, wenn ich einen Bärenpelz loote. Links. Riesenhain. Schauen wir mal uns den Riesenhain an. Hey. Hi. Gut. Ach lol. Okay. Ja, auch eine Möglichkeit, ne? Hinter einer unüberwindbaren Felswand dann einfach neue Gebiete aufzumachen. Wenn man die da so anecken, ne? Weil ich würde jetzt sagen, mal die Quest, die gab es vorher noch nicht, oder? Na schön.
dann töte ich eben diesen Riesen. Es sei denn, ihr möchtet euch etwas zusätzliches Gold verdienen. Ich bin müde. Ich habe seit Wochen nicht mehr vernünftig geschlafen. Ihr tötet den Riesen und bringt mir den Hammer. Wenn wir zurück in Lagerspur sind, sagen wir allen, ich hätte es getan. Ihr haltet den Mund und ich bezahle euch dafür, fürstlich. Nein. Na schön, dann wartet ihr. Dürfte nicht lange dauern. Ob. Meint ihr, den sehen wir jetzt zu uns rüberfliegen? Oh, wo ist? Das ist ein größerer Riese? Mal schauen. Wo ist er? Das ging ja schnell! Was war das? Junge, ist das ein Schlappschwanz gewesen, ey. Ist der größer als normale Riesen? Ich werde euch nicht sehen. Ich habe sie wohl verscheucht. Ja, Mars war ein Dummkopf. Er hat ständig versucht, sich mit Intrigen und Betrug seiner Verantwortung zu entziehen. Aber ihr habt euch um ihn und die Riesen gekümmert. Damit haben sich zwei Probleme auf einmal gelöst. Okay. Bringt nun Chagrols Hammer zurück nach Lagerspur. Und wir werden sehen, ob wir auch dem Rest von ihnen die Leviten lesen können. Ah, Chagrols Kriegs... Interessant. Ah, diese Lederstiefel wollte ich eigentlich nicht. Egal. Wir gucken uns aber erstmal um. Häuptling am Marsch. Liegt im Dreck, da kommt gar nichts. So. Die Waffen sind zu teuer, die lassen wir hier nicht liegen. Orks. Alter, die fressen Orks. Warum bleiben sie nicht beim Käse? Entschuldigung. Das ist die Kohlensäure der Cola. Rückschuss beim Taktschendiebstahl. Ich glaube, die hatte ich noch nicht. Warte mal. Ich nicht. Sein Stahlschild. Rein. Er ist nicht wertvoll genug. Was haben wir hier noch? Okay. Hier muss irgendwas sein. So, noch was anderes. Fuck. Beule. Hier hinten. Ich finde es übrigens richtig heftig, wie wenig Sättigungseffekt Käse in diesem Spiel gibt. Also in der Anniversary Edition. Hat einer von euch mal versucht, ein Kilo Käse zu essen? Oh, das kriegst du nicht hin. So heftig satt. Während eines Kampfes? Was für ein Kampf? Ich bin im Kampf? Dann kann ich das Auriculum leider nicht abbauen. Oh. Ne, kann ich abbauen, okay. Vielleicht stehen oben noch Riesen und wollen sich mit uns prügeln. Gehen wir mal. Oder ist die Goldene Heilige noch im Kampf? Was ist das? Ne, ich bin im Kampf. Okay, dann gehen wir mal zurück in die Höhle. Hier keinen besonderen Namen hatte der Riese. Schade drum. Jetzt gerade immer so an Gothic denken, wenn ich solche Sachen sehe. Hier oben ja was liegen. Hier. Das. Das. Ah. Nichts. Das sind halt hier so Punkte, wo in Gothic einfach, weiß ich nicht, ein Bogen mit ein paar Pfeilen und einem Ring der Geschicklichkeit liegen könnte. Weil du so geschickt warst, dieses Versteck zu finden, wirst du mit einem Ring der Geschicklichkeit belohnt. Dann immer so meine Erklärung dafür. Aber hier scheint nirgendwo was zu sein, das heißt,
können wieder in die Höhlensysteme zurückgehen. Dort sind ja noch einige Pilze und auch noch ein paar Riesen. Und Riesen, das ist ja ein riesig da drin. Also wirklich ein ja. hier noch gucken. Ach, hier kommt man wieder hoch. Ah. Sorry, Bro, aber ich werde hier definitiv noch mal eine Runde laufen. So, wir gehen nochmal nach. Wir gehen jetzt. Ui, ui. Wir gehen jetzt einmal nach ganz oben und dann steigen wir nochmal ab. Also nach ganz unten. Sammeln alles ein. Also alles, was sinnvoll ist. Wie zum Beispiel Alchemiematerial. Hier geht's also wieder dann raus, ne? Oder? Hier sind... Hey! Noch ein paar Pilze. Es müsste doch noch... Nur noch Sachen hier liegen, die ich nicht... Ork? Hey, da ist nichts. Hier ist auch nichts. Warum ist das so leer? Würde mich echt freuen, wenn man hier auch was finden könnte. Ha! Nix! Das ist super unbelohnt. Oh! Wo bin ich? Ich bin runtergefallen. Okay. Nicht schlimm. Da lag sowieso nichts. Bin gleich nochmal beim Riesenlager da vorne, wo wir den einen Riesen umgeholzt haben. War vorher. Komm schon. Vorher. Ja, hier ist. Oh! Hier ist was. Guck mal, hat sich noch gelohnt. Kocht ein Schnutfisch, da mal was zu essen. Wer wird das denn nicht essen? Ein Bandit, der von Spinnenweben ummantelt ist. In einer Höhle. Tot. Seit, wir wissen nicht wie lange. Die Leiche ist auf jeden Fall noch da. Was hat er in der Tasche? Von gekochten Schnutfisch. Wie alt? Steht nicht dran. Kann man noch, ich weiß nicht. Einfach essen. Nicht dran, nicht drüber nachdenken. Einfach essen. Aber die geilste Logik, die ich jemals aus einem Meme gelesen hatte, war Lara Croft ist irgendein Lara Croft Spiel. Man erkundet irgendeine Maya Ruine, ne? Uralte Archäologen Geschichtenzeugs und man findet ein Upgrade für den Minigun. Ja. Haben die Maya früher benutzt? Miniguns. Volles Fund. Die hatten auch schon Lasertechnik. Also Lasertechnik im Sinne von à la Star Wars, ne? Laserschwert und hast du nicht gesehen. So, hier ist nichts mehr. Hier hat auch nichts Spannendes mehr in der Tasche. Die ganzen Vorkommen können wir leider nicht abbauen. Und irgendwas hält uns nämlich in Kampf. Ich würde sagen, vielleicht dieser Riese hier vorne. So, geh schon mal hin. Komm gleich rüber. Alle Banditen, die hier drin sind, sind alles Nord-Orks. Das muss was zu bedeuten haben. Ah!
Na komm schon. Wie viel Uhr haben wir eigentlich heute? 13.30 Uhr. Okay. Dann werde ich jetzt, damit ihr das auch wisst, diese Folge aufnehmen. Wir haben übrigens Montag. Diese Folge aufnehmen. Und nochmal ein oder zwei Folgen aufnehmen. Das heißt, wenn ihr mir was schreibt, wie zum Beispiel auch das mit der einen Route da, hinten bei Riften. Ach ja, guck mal. Ich habe hier ganz vergessen. Ich habe geschrieben, Yamas betrügt uns und versucht, uns umzubringen. Das wäre meine Vermutung gewesen. Aber es war tatsächlich nicht betrügen. Er betrügt nämlich Malakad wollte er betrügen. Aber er hat sich selber umgebracht, weil er zu schwach war. So, warte, was habe ich jetzt hier in der Tasche? 54. Kleidung, gucken wir mal. Lederstiefel können weg. Können weg. Und schon passt's. Oh, jetzt können wir hier noch ein bisschen Sachen einsammeln. Warte, hat der Riese irgendwas beschützt? Okay. Vorkommen. Nicht. Ich will jetzt auch nicht den ganzen Weg zurücklaufen für ein bisschen Auricula. Brauchen wir nicht. Oh! Was ist das denn? Noch ein Ork. Das brauchst du nicht mehr. Wie geht die denn gerade? Warum werde ich so immer so vorgeschleudert? Sind das die Knochen, die herfetzen? Müssten, ne? Runtergefallen. Gut, dann können wir jetzt hier raus aus der Höhle und zurück zum Stamm gehen, zu wer davon überhaupt noch Balls hat. Oder ob sie alle genau den machen. Goldene Heilige macht's vor. Der Orkstamm macht's nach. Oder auch nicht. Sehen wir gleich. Wir müssen aber einmal in Riften anhalten. Schauen, ob wir vielleicht... Nicht um zu schauen, sondern einfach um ein paar Sachen abzulagern. Wie Materialien, Sachen zu verkaufen. Und. Wir sind auch jetzt bei voll... Genau. Heißt, ja, so weit weg ist die 100 gar nicht mehr. Neues Alchemie. Nochmal Alchemie machen. Steht tatsächlich bei mir auf der Prioritätenliste noch in weiter Ferne. Ich fände es gerade viel cooler, wenn wir einfach nur... Es ist noch nicht vorbei. Echter? Wo ist der Nacht? Dafür werdet ihr bezahlen. Pferd! Was ist denn das? Nee. Ja, weiter. Bleib dran. Was ist denn? Ich hab nie gesehen, die Bezeichnung. Nix, Gnade. Bereit? Nun ja, ist wohl weggelaufen. Vampirrüstung finde ich von der Optik übrigens ziemlich cool. Will ich aber nicht haben. Jemand muss mir helfen. So. Ach, da jemand ist noch. Jemand muss etwas Hilfe! Unternehmen. So, jetzt weiß ich, wo mein Pferd ist. Auf geht's, Leute. So macht man das. Einfach mit dem Schwert in damit den Kopf. Wäre das erledigt. Ist wohl gelaufen. Ja, genau, der ist weggelaufen. Aber wo ist denn jetzt Riften? Ein Marker setzen.
Hier richtig? Nein. Aber wobei, ich kann hier rechts gleich den Berg runter. Sollte das auch. Doch nicht. Was ich denn hier rum? In diese Felswand. Wo ist eigentlich hier Nasser? Guck mal hier. Ah. Eine Spinne. Spinne läuft einem echt hinterher. Naja, es gibt komische Freundschaften. Komische Freunde. Michael auf der Fahrt hier durchs Bild. Was? Wölfe? Eine Spinne, die mit dem Elch spielt. Maik, der einfach quer durch den Wald rennt. Und was fragt? Und hier Nasser ist irgendwo am ADW. Und macht wer weiß was. Na? Genau. Dann gehen wir mal rein. 30 Minuten. Lange gedauert jetzt mit dem Ork. Na gut, wir mussten weit laufen, ne? Mal schnell ins Schattenfußheiligtum. Hey, so pass doch auf! Oh. Hey, das ist ein Dieb! Halt, Dieb! Du meinst doch nicht, dass ich jetzt auf dich draufschlage, oder? Ich treffe 100% Bassianus. Such dir wen anders. Such dir wen anders. Oder warte, ich glaube. Bassianus macht das schon. Los, haut ihn. Nur ein Kerzer. Ihr wagt es nicht herauszufordern? Ich werde in eurem Blut. So sterbt schon. Ist warm. Naja, es ist ein bisschen Workout, die ganze Zeit zu blocken, ne? Halt! Das war gar nicht. Ihr könnt das nicht mit mir aufnehmen. Das war euer letzter Fehler. Ist die Wache irgendwie ein Zombie oder was sollte das? Gerade. Ich werde euch. Was stöhnt die mir hier so ins Ohr, die Wache? Was stimmt denn nicht mit dem? Junge! Ich habe sie wohl verscheucht. Was ist das für eine Wache? Steht da so hinter dir. Und hier nochmal so. Ich so, what the fuck? Ah, nicht den Krug. Den Krug wollte ich nicht. Ach, zu spät, jetzt habe ich ihn doch. So. Und dieser Bastard von Dieb greift erstmal seinen eigenen Gilden mit. Sein eigenes Gildenmitglied. Sucht mich direkt außerhalb, innerhalb der Menschenmenge und prügelt sofort drauf los. Statt dass er sagt, hier, ne? Nein! Nein! Erstmal direkt auf den Gildenmate drauf. Bam! Boah! Hat sich fast 48. Nett. Und dann mal erstmal das ganze Verkaufsgut wegbringen. Brauche ich noch? Weg. Weg. Ich wusste nicht. Weiter hier. Können wir ihn? Hä? Gib doch die Quelle. Ich stehe nur Bahnhof. Ich nehme gleich nochmal Pelze raus. Ich die nicht? Jetzt weiß ich warum. Ich habe in der letzten Folge, nachdem wir den Met weggebracht haben, bin ich aus dem Gasthaus raus und bin rüber zum zur Mühle. Ne, zur Säge. Zum Sägewerk. Habe dort die Pelze abgegeben und bin dann auf dem Weg zurückgegangen. Folge beendet. Jetzt, wo ich diese Folge angefangen habe, haben wir gestartet. Nachdem ich aus dem Gasthaus raus bin, und deswegen ist die Quest noch die ganze...
Ja, ja, das ist passiert. Was bin ich? Aufgefallen ist. Gut, dann nehmen wir gleich noch 10 Bärenpelze mit. Müssen doch sowieso in die Richtung. Gleich nach Ivarstadt weiter. Und bleib's hier oben. Wegpacken will. Ach ja. Ich wollte nachschauen, ob ich die zaubern kann. Und ich kann sie. Wusste es. Wusste es, dass das ist Wolfskönigin Band 4. Haben die aber auch Wolfs... Buch 3? 3 fehlt. Schade. Sehr schade. Wirklich äußerst äußerst. Weg. Ich brauche noch einen Krankheitsheilen. Habe ich auch das Knochenbrecherfieber nicht mehr. Genau, meh. 5 Stunden sollten reichen. Ausgeruht. Ja. Und Essen habe ich noch. Den Schnutfisch, den wir in der Höhle gefunden haben. Und essen wir mal den Käse. Pelze. 8. Da guck mal, 11 Stück. 10 von mit. Dann geht's jetzt einmal zurück zu den Orks. Danach nochmal nach Ivarstadt. Guck mal, habe ich mich noch gelobt gehabt in der letzten Folge, die ich geschafft habe? Ich habe mir selber ins Knie geschossen. Ich könnte Wache werden. Ja. Ich könnte Wache werden von Riften zum Beispiel. Mach genau die gleichen Smart Move. Ja. Das wäre eine Überlegung. Hm? Oh. Augen auf dem Monitor. Ich habe Mjoll. Wollt ihr etwas kaufen so oder seid ihr nur zum Trainieren gekommen? Wenn, ich werde euch zeigen, wie ihr euch wirksam schützen könnt. Kann und dabei denkt ihr stammt auch nicht von hier, was? Das Level kann da keine. Wieder, wenn ihr Gold ausgeben wollt. Ich kann es auf jeden Fall gebrauchen. Kein Training mehr machen. So. Mal rein hier. Schleich dich an und stiehl etwas aus den Taschen deines Opfers, indem du sie aktivierst. Leider konnte ich nicht mehr lesen, weil ich zu Wenn ihr ein Bett sucht, dann sprecht mit Kerava im Bienenstich. Sie wird sich um euch kümmern. So, ich glaube, es gibt einen schnelleren Weg nach Ivarstadt und zu den Orks, indem ich einfach nicht sofort durchs Wasser gehe, sondern warte, bis der Honrichsee ein bisschen schmaler ist. Das gibt's ja. Es gibt ein paar schmalere Passagen. Ich halte jetzt einfach mal hier am Ufer entlang. Sobald ich dann was Schmaleres finde, gehen wir darüber. Weil die meiste Zeit geht drauf, indem ich durch den Honrichsee schwimme. Beziehungsweise mit dem Pferd schwimme. Wenn ich mich recht entsinne, gibt es gleich eine Brücke bei einer ganz schmalen Passage über den See. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht da in die Banditen reinlaufe. Da gibt es so ein fettes Banditencamp, da sind ganz viele Marodeure. Hetzt die Hunde auf sie, Jungs! Hä? Ist das aber eine Überraschung? Oh oh. Und tschüss! Nein! Hier vorne links ist es, glaube ich. Hier vorne links ist es, glaube ich, irgendwann die. Ein Bär. Ja, seht ihr? Ich wusste es doch. Hier ist die Brücke.
keine Lust hier. Mal schauen. Das da? Müsste es, ne? Mal ein bisschen weiter reinreiten, oder? Hier links. Ach, guck mal, ich muss hier nach links. Da ist es richtig. Ist auch aufgefallen hier, der Atlan, du hast es ja geschrieben, dass wir die eine Ruine da machen können. Ist ja eigentlich gerade ganz gut vorbereitet. Ich habe die Taschen leer. Wir bringen jetzt den Hammer weg. Dann müssen wir noch nach Ivarstor und auf dem Rückweg können wir dann zu den Ruinen gehen. So ein Plan, oder? Ja, ein sinnvoller Plan. So, ich würde vermuten, dass die... Sieht aus wie jemand, den ich kenne. Maul! Was macht Maul denn hier? Dem helfen. Heuler hat mir gesagt, dass ihr es in die Gilde geschafft habt. Wenn ihr Informationen braucht, redet mit mir. Was auch immer Maul hier draußen macht. Okay. Ich vermute übrigens, dass wir dann, dass lediglich die, die Orkfrau, die uns angesprochen hat, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, die Priesterin oder wie sie ist, was sie ist, dass die überhaupt noch leben. Der Rest die Tote. Sprechen wir mal. Wir werden euch nicht töten, aber wir wollen hier keine Fremden. Aber was ist mit Yamars? Dead. Ich verstehe. Er hat nicht überlebt. Hatte er einen guten Tod? Er hat tapfer gekämpft. Ah, immerhin ist er auf ruhmreiche Weise gestorben. Yamars war ein Feigling und ein Schwächling. Seine betrügerischen Machenschaften sind euch teuer zu stehen gekommen. Er ist also bestraft worden? Und was wird aus uns? Welches Schicksal sollen wir erleiden? Ihr werdet euch beweisen müssen, aber ich will euch eine Chance geben. Gulasov ist jetzt euer Anführer. Hoffentlich ein besserer. Wer noch? Ihr da, legt diesen Hammer auf den Schrein. Nur ihr habt in all dem eure Würdigkeit unter Beweis gestellt. Ohne es zu wissen. Ich wusste das nicht. Falls du ja nicht weißt, was das ist, das ist dädrisches Artefakt. Dädrisches Artefakt, das habe ich lange in ich glaube in Morrent und in Vivien. In solchen Hammern. Sag mal, unwissentlich dädrische. Skyrim ist ein geiles Game einfach. Man kann nichts anders sagen. So, wir dürfen den Wolfspelz nehmen. Das Fell auch. Gucken wir uns. Holztür. Schmiede. Meinst du auch nicht, dass ich mich nur an dem Hammer zufrieden gebe? Hallo, ich habe euch gerettet. Wer pennt denn hier draußen? Ach ja, fein. Kann man sich... Also. Oh, hier ist eine... Warte. Geh durch. Schon. Moment. Das klappt schon noch. Keller? Was ein geiler Keller! Ich meine, okay, der hat jetzt keine wirklichen Wände, aber ansonsten?
Wir hier? Okay. Das hat ein Level abgegeben. Bitte dich. Feuer. Brauche ich nicht. So. Haben die hier? Buch 2. Mist. Hatte gehofft, vielleicht Buch 3 zu finden. Aber das haben die wohl nicht hier. Knoblauch. Karotte. Mist. Ich habe nur K gelesen und dachte, es wäre Knoblauch. Hier vielleicht Wolfskönigin? Nein. Wir finden es schon noch. Hier, Nasser, lauf mich mal durch. Wir sind nämlich bei einem Cliffhanger im Buch. Wie heißt er denn nochmal? Der ehemalige Sohn des Kaisers hat. Nicht des Kaisers, des Königs von Einsamkeit hat ein Turnier gewonnen und erwartet eine Belobigung. Problem ist nur. Da gibt es so eine Intrige. So eine Intrige, die Potema gesponnen hat. Und jetzt ist der tatsächliche König von Einsamkeit ziemlich mad auf seinen vermeintlichen Sohn. Ich will unbedingt wissen, wie es weitergeht. Aber ich habe das Buch Band 3 noch nicht gefunden. Immer wenn ich Bücher sehe, freue ich mich so ein bisschen. Nur habe ich noch nicht das Glück gehabt, Bauchband 3 zu finden. So, ich denke mal, wir haben jetzt gleich genug hier eingesammelt. Nochmal. Oh! Nein. Überall Äpfel. Warum sind hier so viele Äpfel? Aus Salz. Buch 2, Mist. Oh. Buch 3 wäre so viel besser gewesen. Warum gibt es so viel Buch 3? 2 und nicht Buch 3? Frechheit. Naja. Können wir die jetzt eigentlich... Schlagsfleisch, die Trauben will ich. Können wir die jetzt eigentlich abbrechen? Lagerspur wird so schnell nicht vergessen, was ihr für uns getan habt. Eure Macht über andere wird groß sein wie die meine. Die kann also ein Expertentraining Bis machen. Bis zum nächsten Mal. Alles klar. Wir sind hier fertig. Wir können weg. Ich glaube aber, die Betten da oben könnten wir noch benutzen einmal. Für das Level Up. Hier ist einfach keiner mehr in diesem Lager. Hier ist keiner mehr drin. Alle tot. Nur noch die... Ich habe mir den Namen auch absolut nicht gemerkt. Ich habe da nicht drauf geachtet, wie sie heißt. Sorry. Aber weiß nicht. So, den Punkt behalte ich. Ich weiß nämlich, dass ich den für irgendwas haben wollte. Ich habe nur vergessen, wofür. Und dann können wir jetzt weiter nach Ivarstadt. Ja. Oh, den darf ich jetzt nehmen? Oh. Okay, das wäre gestohlen dann. Ja gut, das ist 1000 wert ein Pferd, ne? Das ist normal, dass man das nicht einfach nehmen darf. So, jetzt müssen wir nach Ivarstadt und dann können wir... Wo ist die Ruine noch gleich? Hier. Angarwunde machen. Warum erst nach Ivarstadt? 10 Bärenpelze wiegen, glaube ich, 30 Kilo. Das ist eine ganze Menge Zeug, was wir nicht mitnehmen könnten. Sollten wir dort zuerst reingehen und viele schöne Sachen finden. Deswegen reiten wir jetzt noch eben hin. Bringen die Bärenpelze weg. Und machen uns dann in der nächsten Folge auf nach Angarwunde. Was passiert hier noch was unterwegs? Guck, ein Bär. Bei den greifen wir nicht an. Ach ja, ich mache übrigens gerade, ich habe ja gesagt, ich habe eine neue Maus. Gezeigt. Ich habe da eine Clip-Funktion drin. Ich arbeite gerade so ein paar, ich spiele gerade so ein bisschen mit der Clip-Funktion rum. Guck mal, da kann man so Mini-Reihen basteln und
Clips, die kann man zurechtschneiden, hat man nicht gesehen. Da spiele ich gerade so ein bisschen mit und mache dann so diverse Ausschnitte fertig. Gucke mal, was man damit so alles machen kann. Okay. Dann machen wir das. Oh, ein Blutdrache. Was? Wo ist hier ein Nasser? Die könnte ich jetzt gebrauchen. Der ist da hinten hingelaufen. Ach, da ist hier Nasser. Komm runter! Sterb, elender Drache! Da vorne links kommt irgendwas. Feuerbälle. Oh. Irgendwo ist mein Pferd hingerannt. Ach, da vorne am Baum. Was ist er denn? Da! Der macht aber Manöver. Komm runter! Die arme goldene Heilige, die schmilzt doch gleich. Ich werde euch brennen sehen. Ja? Nee, das ist eine Spinne. Wo ist der Blutdrache hin? Da! Ich bin mal kurz bei der Postblutspinne. Da, Leo. Ist das, was ihr könnt? Ach, das ist der, der, glaube ich, diese Burg da einnehmen will. Wo ist denn jetzt der Drache hin? Ach du Scheiße. Erebar, leite mich! Wahre Nord geben nie kleinen Ball. Wo will der hin? Na also. Hä? Aua. So. Ach du Scheiße, jetzt sind die da oben am Kämpfen mit dem Camp hier. Aufhören! Wir kommen in Frieden. Straßenräuber. Sekunde. Das kriegen wir geregelt. Das kriegen wir. Ach ja, wenn Banditen heftigere Gegner sind als ein Drache. Wer kennt's nicht? Bin mad. Ach Mann. Da hören wir den schon. Ist viel einfacher, wenn der jetzt einfach hier, wo ich bin, runterkommen würde. Ich kenne... stellen würde, campen würde, nicht so eine blöde Maul steht da vorne. Busch. Hör ihn doch. Da ist er. Komm her. Komm schon. Komm bitte. Wir tragen das jetzt hier und jetzt aus. Was ist er denn?
Halten wir mal. Wann auch immer. Warum auch immer hier Goblin? Ein Bär. Jenasa, kämpf. Kämpf, Jenasa. Der Drache ist wieder weg. Der wollte mich nur auf einem Spielstand abpacken, wie es scheint. Hat er auch gemacht. Meine Fresse. Komm. Ich hör schon wieder an Bären. Mike. Da kannst du dich auch mal selber drum kümmern. Wir haben jetzt keinen Bock. Alle unsere Anstrengungen waren für die Katz. Weil der Drache meinte, nee, also, ich will jetzt mal mit unfairen Mitteln spielen. Reicht nicht, dass ich euch angreife. Ich ziehe jetzt auch noch dieses Banditenlager mit rein. Und das Banditenlager ist stärker als ich. Deswegen habt ihr nochmal richtig miese Karten. Schon wieder ein Bär. Lauf. Wir laufen weg. Ich kenne den Abschnitt hier. Hier habe ich ein Thumbnail gemacht von der letzten Folge, glaube ich. Ja. Ja. Das war das Thumbnail für die letzte Folge hier. Tut, tut, tut. Bin ich gleich auch in Ivarstadt da? Ich glaube, wir vorne noch nach links abbiegen und dann sind wir schon so gut wie da. Meine ich doch, oder? Ja, hier haben wir den Bären mit Dingens zusammen getötet. Was ist denn jetzt noch? Schon wieder Bären. Nie aufgefallen, wie viele Bären es hier im Kreis von Ivarstadt gibt. Aber gut, dann ist klar, dass die Frau von der Sägemühle sauer ist. Wegen irgendwen kämpft er. Dann kommt er nicht zu mir. Alles klar. Können wir ganz entspannt in den Ort reinreiten. Die Bärenpelze abgeben. Oh, nächste Folge. In eine Nordruine starten. So. Köpfen wir mal das Schild hier. Bäm. Kopf aus Stahl. Da oben steht sie. Finally. War hoch da. Moin. Sucht ihr Arbeit? Schön, endlich mal jemanden zu treffen, der einfache Anweisungen befolgen kann. Hier ist eure versprochene Belohnung. Nun muss ich aber wieder zurück an die Arbeit. So, 12 hören wir. Und jetzt haben wir eine Eisenaxt bekommen. Wenn sich die Gelegenheit bietet, könntet ihr noch ein paar Bären für mich töten? Nein. Halt's Maul. Speichern. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge.